Da sind riesige Kerben drin. Sieht so aus, als ob jemand wie wild mit einer Axt darauf eingeschlagen hätte. Hoffentlich begegne ich diesem jemand nicht. Das sind zwei Zettel. Ich hoffe, jetzt erwische ich nicht ausgerechnet den, den ich schon gelesen habe. Wäschedienst. Nächster Abholtermin, Dienstag 14.30 Uhr. Okay. So. Möchtest du vielleicht mal mit Kohle malen, nicht? Hallo. Hallo, was... Das, was alle... Aha. Diese Anstaltsleiterin, wie ist die eigentlich so? Frau Charleroi? Keine Ahnung, ich habe mit ihr keinen Kontakt. Sie grüßt mich freundlich, wenn sie morgens kommt. Abends sehe ich sie meistens nicht, da sie wohl oft sehr lange in der Anstalt bleibt. Keine Besonderheiten? Wie gesagt, ich bekomme sie so gut wie nie zu Gesicht. Okay. Schwester Sabrina, was halten Sie von ihr? Wenn ich Ihnen das sage, werden Sie mich als Sexisten beschimpfen. Ja, Ihre Vorzüge sind offensichtlich sehr offensichtlich. Und sonst? Sonst kenne ich Sie leider nicht näher. Frauen Ihres Kalibers geben sich nicht mit durchschnittlich aussehenden Pförtnern ab. Sie müssen sie einfach von ihren Qualitäten überzeugen. Die da wären? Ja, also... Ja, vielen Dank für das Gespräch. Könnten Sie vielleicht ein Porträt von Schwester Sabrina malen? Ja, ich denke schon. Moment, mir ist das Schwarz ausgegangen. Ohne Schwarz geht es natürlich nicht. Okay, ich werde dafür sorgen. Wie lange brauchen Sie dann? Oh, vermutlich einen halben Tag. Sie haben 30 Minuten. Schneller als 3 Stunden geht es auf keinen Fall. Abgemacht. Ich gebe Ihnen 1 Stunde. Kein Wunder, dass die alten Meister bis heute unerreicht sind, wenn die Künstler ständig gehetzt werden. Ach ja, noch etwas. Von hier aus kann ich Schwester Sabrina nur schlecht erkennen. Sie bewegt sich so unglaublich anmutig. Vor allem aber unglaublich schnell. Wenn sie etwas länger an einer Stelle stehen bleiben würde... Ich werde mal sehen, ob ich den Bewegungsdrang der Dame zumindest zeitweilig etwas zügeln kann. Okay. Können Sie dann mal anfangen mit dem Porträt? Wie gesagt, ich kann Schwester... Ja. Ich lasse Sie jetzt... Danke. ...von mir. So, hier ist erstmal schwarz. Schwarze Farbe habe ich keine gefunden, aber reicht vielleicht auch ein Stück Kohle? Ja, ein Kohlestift sollte es wohl auch tun. Gut, und... Ich lasse Sie jetzt mal wieder... Danke. ...dafür sorgen, dass von sie stehen mir, bleibt. Oder? So. Aha. Durch das Gewicht dreht sich die Platte langsamer, hört sich aber immer noch ziemlich gut an. Okay. Kannst du so malen? Hallo. Das, was... Haben Sie nun alles, was Sie für das Porträt brauchen? Ja, ich denke schon. Ist von hier zwar etwas schwer zu erkennen, aber ich werde es versuchen. Dann mach mal. Los, fang an. Los. So, besser geht's in 60 Minuten wirklich nicht. Ich finde, ich habe mich mal wieder selbst übertroffen. Meinen Sie nicht auch? Ja, wirklich hübsch. Und die Vorzüge sind mehr als deutlich hervorgehoben. Vielen Dank. Bitte. Ich werde Ihnen das Meisterwerk noch in eine Tüte packen, damit es nicht schmutzig wird. Danke. Ich lasse Sie jetzt mal wieder mit Ihrer Muse allein. Danke. Ich warte im... Von mir? So. Das Porträt von Schwester Sabrina. Soll man es ihr schenken, oder? Was genau ist der Sinn und Zweck? Schauen Sie mal, wie finden Sie das? Oh, das ist aber hübsch. Und die Frau sieht ja überwältigend aus. Das bin ja ich. Dass ich schön bin, wusste ich ja schon immer, aber so umwerfend. Ja, und so bescheiden. Ich dachte, Sie könnten es vielleicht als Wahlplakat verwenden. Ja, prima Idee. Aber eines ist ein bisschen wenig, oder? Frauen, gibt man Ihnen den kleinen Finger, reißen Sie einem gleich den ganzen Arm ab. Aber wenn ich Ihnen noch ein paar mehr Bilder besorge, dann helfen Sie mir auch, okay? Ja, schon gut.
Ich verspreche Ihnen, nach meiner Wahl wird es keinem schlechter, aber allen besser gehen. Genau, und niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ich sehe schon, Sie könnten wirklich eine gute Politikerin werden. Ich schau mal, dass ich noch ein paar Wahlplakate auftreiben kann. Gut. Ich überlasse Sie dann mal wieder Ihrem Hüftschwung. Ich müsste jetzt aber mal da durch. Dadurch. Was macht der Rekordversuch? Ich werde es schaffen. Diesmal werde ich es bestimmt schaffen. Um dahin zu kommen. Kann ich nicht irgendwie ein Erdbeben erzeugen? Der Pförtner scheint. Ah, Erdbeben, Rauch, klar. Wenn das brennt, bestimmt mit schwarzem Rauch. Nein! Das Erdbeben hat begonnen. Nina, manchmal bist du wirklich böse. Irgendwie tut er mir ja schon leid. Naja. So. Karten. Die braucht der arme Kerl bestimmt noch für seinen nächsten Rekordversuch. Dann halt nicht. Klauen wir einfach mal die Patienten. Knuffig, putzig, schnuckelig und zum Knuddeln. Eine Liste mit der Überschrift "Ausgeliehene Plüschtiere bitte eintragen. Jeder nur ein Plüschtier." Ich habe das komplette Kopierpapier verbraten. Das sollte sogar für eine kubaweite Kampagne reichen. Wunderbar. Bitteschön, die Dame. Hier sind die Wahlplakate. Ihrer politischen Karriere steht also nichts mehr im Weg. Wunderschön. Einfach wunderschön. Wer könnte dieser Frau widerstehen? Keiner. Helfen Sie mir jetzt? Klar, ich habe Ihnen doch mein Politiker-Ehrenwort gegeben. Helfen Sie mir trotzdem? Na gut, ausnahmsweise. Aber passen Sie auf Ramon auf. Er ist hier der Pfleger. Und wenn er Sie erwischt, macht er Hackfleisch aus Ihnen. Also beeilen Sie sich. Die Zelle von Perez ist ganz am Ende auf der linken Seite. Dankeschön. So. Aus der Zelle kommen Geräusche, die mich dazu veranlassen, da definitiv nicht rein zu wollen. Okay. Hallo? Jemand da? Ja, komm nur rein. Ich verspreche dir, wir werden bestimmt viel Spaß zusammen haben. Vielleicht beim nächsten Mal. Okay. Die Zelle ist leer? Soll das ein Witz sein? Oder wissen die selbst nicht, wo sich ihre Patienten gerade aufhalten? Sieht aus wie Blut. Nicht gut. Gar nicht gut. Klemmt da nicht irgendwas zwischen Matratze und Bettgestell? Tatsächlich, ein Zeitungsartikel. Es geht um die neu besetzte Stelle der Anstaltsleitung. Daneben ist ein großes Foto von dieser Nicole Charleroi. Die haben kein Rohr verlegt, die haben Telefone verlegt. So ist sieht so aus, als hätte jemand versucht, die Fliesen in einem bestimmten Muster aus der Wand zu brechen. Aber ich komme einfach nicht drauf, was es bedeuten soll. Die haben das in eine Wand reingelegt, das Telefon. Und zugemacht. Okay. Kleine Rillen in der Wand. Sieht fast aus wie Kratzspuren. Da steckt etwas in einer der Rillen. Das sind Fingernägel. Oh. Da oben ist eine Kamera. Deswegen ist hier dann so warm.
Die Tür sieht anders aus als die übrigen Türen. Wahrscheinlich ist es gar keine Zelle, sondern der Raum für den Pfleger Ramon. Okay. Was ist da mit dem Kopf da? Er sieht aus, als hätte er die Schwelle des Wahnsinns schon seit längerem überschritten. Und was habe ich da für Stimmen drin gehört? Wenn man Regenwürmer in der Mitte durchhackt, dann kommen da gar nicht zwei raus. Nein. Kleine Rillen, das sind... Weil alle guten Dinge sind drei. Genau. Und die allerschlechten Dinge sind sieben. Sieben Zwerge? Sieht so aus, als hätte jemand versucht, die Fliesen in einem bestimmten Muster aus der Wand zu brechen. Tisch, Wand und Stuhl. Mein Telefon klingelt. Ich habe auch kein Telefon. Da kann auch nichts klingeln. Das ist doof, ich habe bei mir klingelt. Da gehe ich ans Telefon und da ist gar keiner dran. Das mache ich schon seit 18 Jahren. Da geht nie einer ran. Nee. Fragen wir sie einfach mal. Kein Wunder, dass viele Männer... Kann ich noch mal kurz stören? Aber klar, Schätzchen, jederzeit. Ein bisschen Ablenkung kann ich gut gebrauchen. So? Die Zelle von Paris ist leer. Wo ist denn nun ihr Patient? Leer? Was heißt leer? Na leer, keiner da, alle weg, wenig los da drin. Kurz, sie ist leer. Kann nicht sein. Die Frau Doktorin wird mich umbringen. Das heißt, Sie wissen wirklich nicht, wo Paris ist? Nein, ich... Ramon? Ja? Wo ist Paris? Wieso? Er ist nicht in seiner Zelle. Also, wo ist Paris? Er ist weg. Ich habe die Frau Doktorin schon informiert. Sie wird sich darum kümmern. Darum kümmern? Dann wird sie sich auch um uns kümmern. Ich glaube nicht. Sie klang ganz ruhig. Mach dir keine Sorgen. Es wird schon nichts passieren. Ich werde mich jetzt erstmal um die Wäsche der Patienten kümmern. Die muss nämlich dringend gewechselt werden. Wir reden dann nach Feierabend, okay? Ja, das sollten wir. Tut mir leid, das habe ich nicht gewusst. Sie haben ja selbst gehört. Oh, Herr, steh uns bei. Da fliege ich tausende von Kilometern, nur um festzustellen, dass dieser Paris verschwunden ist. Aber so leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Er kann sich ja schließlich nicht in Luft aufgelöst haben. Naja... Die Kamera in der Zelle von Manuel Perez, ist die eingeschaltet? Ich glaube schon. Die Charles Roy hat die da angebracht. Oder besser gesagt, anbringen lassen. Kann man sich irgendwo ansehen, was die Kamera aufgezeichnet hat? Bestimmt. Im Kontrollraum müsste das mit Sicherheit möglich sein. Kann ich mir den mal ansehen? Nein, da darf keiner rein. Kommen Sie schon, Sie schulden mir was. Tut mir leid, ich habe nicht mal einen Schlüssel dafür. Den haben nur Ramon und die Chefin. Okay, tschüss. Ich überlasse Sie dann... Ramon läuft jetzt da drin rum. Und vor dem hat mich Sabrina ja ausdrücklich gewarnt. Ah ja, dann... Wäsche, hat er gesagt. Der ist voll schmutziger Wäsche. Ja. Der ist voll schmutzig. Eigentlich. Keine Tür. Jetzt? Ach. Ramon? Wie komme ich denn jetzt weiter? Hallo. Wollen Sie nicht auch meiner... Ich... Okay. Hallo? Können Sie mir weiterhelfen? Hallo. Was macht die Muse? Das, was alle Frauen machen. Okay. Ich habe gehört, ein gewisser Manuel Perez soll aus der Anstalt verschwunden sein. Echt? Hab ich nicht bemerkt. Ein Patient? Ja.
Müssten Sie das nicht merken, wenn hier einer verschwindet? Doch, eigentlich schon. Aber ich bin ja auch nicht 24 Stunden am Tag hier. Und eine Nachtschicht gibt's nicht? Nein, ich glaube nicht. Wenn Sie ihn sehen sollten, sagen Sie mir dann Bescheid? Wenn ich ihn sehen sollte, werde ich ihn zurück in die Anstalt bringen. Das war die offizielle Aussage. Die inoffizielle lautet, ja, ich sage Ihnen dann Bescheid. Danke. Okay. Ich lasse Sie jetzt mal wieder mit... Danke. ...von mir. Teddy? Bild. Nix. Dann nicht. Der wird mich wohl nicht mehr hören. Ist er? Aber da reinspringt, tut's ja nicht. Der ist voll. Der verbliebene Anstand verbietet jeglichen Kommentar zu einem aufgespießten Politiker. Aha. Wenn ich die Leinwand richtig anbringe, fällt die Tür beim nächsten Mal hoffentlich nicht ins Schloss. Ach so. So. Aha. Von hier aus kann man die einzelnen Zellen überwachen. Einige der Monitore zeigen aber nur ein Flimmern. Andere sind sogar ganz ausgeschaltet. Ein einbeiniger Pirat. Das andere Bein hat er wohl in einer Seeschlacht verloren. Auf seiner Schulter sitzt eine Katze, auf deren Kopf sich ein Papagei befindet. Und oben in der Ecke hat der Maler noch eine Spinne verewigt. Seltsames Gemälde. Guck mal meine Tresore. Wie soll ich bloß dieses Schloss knacken? Vielleicht finde ich hier ja irgendwo einen Hinweis auf die richtige Kombination. Von hier aus die allerneuesten Modelle. So, was war da genau? Ein einbeiniger Pirat. Das andere Bein hat er wohl in einer Seeschlacht verloren. Auf seiner Schulter sitzt eine Katze, auf deren Kopf... Also, theoretisch, 1, 4, 2. Wie soll ich bloß die... 1, 4, 2. Achso, Spinne. 6. Ob der Safe nun aufgeht? Mist. Ach... Ein alter Müll. Wie soll ich bloß... 1, 4, 2... 8. 8. Ob der Safe nun aufgeht? Hey. Juhu, ich bin ein Genie. Da sind beschriftete Bänder drin. A. Carlos. J. Sanchez. S. Martinez. M. Perez. Hier ist es. Hoffentlich bringt mich das Band irgendwie weiter. Ich hoffe auch. Jetzt bin ich mal gespannt. Was machen Sie hier? Ich sehe mir an, wie Sie einem Patienten zur Flucht verhelfen. Was? Was meinen Sie? Sie wissen genau, was ich meine. Ich? Schade. Eigentlich mag ich keine Gewalt, aber Sie lassen mir leider keine andere Wahl. Bevor ich dran glauben muss, sind Sie dran.
Nein, warten Sie. Ich will Sie gar nicht verpfeifen. Ich muss nur ganz dringend Manuel Perez finden. Er ist meine einzige Chance. Einzige Chance? Perez war vor vielen Jahren zusammen mit meinem Vater auf einer Expedition. Nun ist mein Vater spurlos verschwunden und ich hoffe, dass mir Perez bei der Suche helfen kann. Manuel und jemandem helfen? Er ist derjenige, dem man helfen müsste. Wieso? Weil er... Egal. Sie wollen ihm also wirklich nichts tun? Nein, ganz bestimmt nicht. Okay, ich helfe Ihnen. Aber verpfeifen Sie mich nicht, sonst geht's mir echt an den Kragen. Die Frau Doktor versteht da überhaupt keinen Spaß. Die Frau Doktor scheint mir sowieso eine sehr unlustige Person zu sein. Warum eigentlich? Sie haben keine Ahnung, was die hier mit Perez machen? Nein, woher sollte ich? Er wurde vor einigen Monaten hierher gebracht, auf Antrag von einem gewissen Gattuso. Er war es auch, der die Charleroi als Chefin eingesetzt hat. Und dann fing der Horror an. Lassen Sie mich raten. Menschenversuche? Ja. Woher wissen Sie? Das ist jetzt nicht wichtig. Wissen Sie, welches Ziel diese Versuche haben? Nein. Es ging wohl darum, dass Manuels Krankheit irgendwie besonders ist. Es sind auch noch zwei weitere Personen eingeflogen worden, aber die waren ganz schnell wieder verschwunden. Es muss um etwas ganz Großes gehen. In den letzten Monaten wurden in diese Anstalt fast 1 Million Dollar investiert. Unsere Gehälter haben sich auf einen Schlag verdoppelt. Aber Geld ist nicht alles und der Preis eines Menschenlebens ist mir zu hoch. Ich wäre schon früher ausgestiegen, aber die Chefin hat gesagt, wer aussteigen will, steigt für immer aus. Und da habe ich mich nicht getraut. Ist schon okay. Ich muss jetzt aber dringend Perez finden. Je länger ich für die Suche nach meinem Vater brauche, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er... Gut, ich helfe Ihnen. Perez ist in einer Felsenhöhle versteckt, gar nicht weit von hier. Aber nehmen Sie ihn nicht mit. Ich komme in ein paar Stunden nach und kümmere mich um ihn. Ich kenne hier eine Menge Leute, die werden uns verstecken. Einverstanden. Passen Sie gut auf sich auf, ja? Ja, Sie auch. Wunderbar.